Einige. Wir haben gehofft, dass uns das schon ein Spiel vorher, ein Spiel früher gelingt. Ist uns nicht gelungen gegen Dänemark, aber es war jetzt höchste Zeit. Ich glaube, jetzt ist der Knoten so ein bisschen geplatzt. Wir haben heute eine gute Leistung gezeigt und haben jetzt alles noch in der eigenen Hand. Ich glaube, wir hatten heute eine gute Struktur auf dem Platz, eine gute Ordnung, haben dann auch, ich würde sagen, angemessen viele Tore gemacht. Es war noch ein bisschen mehr drin. Ja, wir haben natürlich schon viel gesprochen, klar. Wir haben natürlich auch vielleicht das eine oder andere Kaltgetränk mal zu uns genommen, um da vielleicht eine gewisse Lockerheit einfach reinzukriegen. Gehört irgendwie manchmal auch dazu, einfach mal irgendwie ein bisschen raus aus dieser Bubble, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ich glaube, das tat der Mannschaft ganz gut. Die Fans, die standen voll hinter uns, haben wirklich jeden Zweikampf, jeden gewonnenen Ball da wirklich auch mitgefeiert. Und das beflügelt ja schon ein Stück weit auch jemanden. Und das war bei uns, glaube ich, heute auch so. Wir wussten, dass wir so den 12. Mann und die 12. Frau im Rücken haben. Und von daher war es extrem wichtig, dass wir dann tatsächlich so ein Spiel dann auch als Heimspiel hatten. Aber ich glaube, ich habe letztens schon mich klar positioniert, dass solange wir diese Sicherheit nicht wieder auf dem Platz haben und ich das Gefühl habe, da einfach noch helfen zu können und die Mannschaft da noch in die richtige Richtung schieben zu können, nenne ich es jetzt einfach mal, werde ich, glaube ich, diesen Platz erstmal nicht verlassen. Sehr wichtig. Wie gesagt, es waren zuletzt leider einige nicht schöne Ereignisse, wo wir auch nicht zufrieden waren und wir wollten unbedingt dieses Ruder wieder umreißen. Ist uns, glaube ich, heute sehr gut gelungen mit dem Kampf auf dem Platz. Wir waren in jedem Zweikampf präsent. Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt wieder und darauf kann man, glaube ich, aufbauen.